Aline hat uns mal die schönsten Moped-Szenen rausgesucht. Viel Spaß. Eure Videos. Hier haben wir jetzt ein Prachtstück von einem Rollerfahrer. Dem sollte man alles wegnehmen. Seinen Führerschein, seinen Roller, den Helm. Sein Gehirn kann man nicht wegnehmen, denn davon scheint er ja keins zu haben. Da hinten biegt ein Motorroller ab. Und der hat eben noch Luca B. und seinen Kumpel geärgert. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber irgendwas war da. Jetzt fällt er auf den Bart und die beiden fahren aber trotzdem hin und helfen ihm. Aber er hat nur Schramm abgekriegt. Alles gut. Von da ganz hinten kommt gleich ein Moped. Alter, der ist ja wohl lebensmüde. Was war das denn? Ja, auf jeden Fall hat der Typ ja mal einen Fisch im Arsch. Findet ihr das eigentlich in Ordnung, wenn sich die Mopeds so nach vorne hin da durchdrängeln? Oder findet ihr das hier schlimmer? Nein. Puh, Alter, jo, hey, genau. Ist das eigentlich was für meine Kamera? Der? Boah, Alter. Ja. Nee, das war ein anderer. Ah, der hat halt einen richtigen Schuss. Der hat einen richtigen Schuss, der Typ. Ich glaube, ein anderer. Der hat so hoch, mach mal. Weg, Führerschein weg. Moped weg, alles weg. Meine Rede. Viele machen es einem aber auch nicht leicht, euch gern zu haben. Weil mir ja einige was da reindichten, wenn ich irgendwas erzähle. Ich hasse keine Motorradfahrer. Zumindest nicht die Vernünftigen. Hier der Halbstarke da mit seiner Uschi hinten drauf auf dem Suizid. Sozius. Ah, die kleinen halbstarken Affen da, wahrscheinlich auf dem Weg zum Spielzeugladen, die letzten Prozente absahen, ne? Mit solch geisteskranken Manövern kann er seiner Uschi mal zeigen, was er für ein harter Maxe ist. Oh, ihr habt hier aber eine schöne, lange, geile Straße. Echt cool. Warum ist denn der Überholverbot? Das spielt aber auch gar keine Rolle. Es ist auf jeden Fall durchgezogene Linie und da darf man nicht überholen. Und das macht natürlich auch niemand. Alter! Wenn jetzt ein Reh kommt, dann ist Stimmung. Junge, Junge, Junge. Aber da kommt kein Reh. Kam noch nie. Junge, Junge. Eier aus Kruppstahl, echt. Nee, ist natürlich Quatsch. Der ist so dumm, wie er lang ist, echt. Aber warum man 3,5 Meter vom Kreis überholen muss, ne? Das wissen die aber auch nicht, ne? Wird gesendet. Was? Apropos Organspender. Habt ihr euch schon mal so einen Ausweis da zugelegt? Den kann man sich ja kostenlos zuschicken lassen als Plastikkarte. Muss natürlich noch selber ausfüllen und dann ins Portemonnaie stecken. Aber was willst du denn überhaupt noch mit deinen Organen, wenn du sowieso tot bist? Spende sie doch 50 oder 100 Leuten. Die können alles Mögliche aus dir verwursten für alle möglichen Menschen. Selbst die Netzhaut, da die können sie rausholen und dann können sie einem doch da plötzlich da Augenlicht schenken. Ist das geil oder ist das geil? Was willst du damit? Gib den Kram her. Ja, ist klar, wenn du natürlich Angst hast, dass sie dich auseinanderreißen, obwohl du noch lebst. Ja, gut, wenn du das glaubst, also das sind Ammenmärchen. Das sind Ammenmärchen und vielleicht ist es alle 1 Milliarde Personen mal vorgekommen. Ja, aber nee, Leute, echt nicht. Also das sind Gruselgeschichten. Gruselgeschichten für ein Lagerfeuer, echt. Aber wenn du deine Eingeweide aus Glaubensgründen oder Datenschutzgründen meinetwegen auch nicht hergeben willst, na gut, dann lass es halt sein. Aber für die anderen, kommt in Gang, bestellt euch mal so einen blöden Ausweis. Und wo wir gerade davon reden, Blutspenden könnte auch gehen. Kumpel an der Hand genommen und los geht es. Und dann kräftig pumpen, weißt du, wer erst da fertig ist. Wer zuletzt den Beutel voll hat, gibt eine Kiste Bier aus. Die aber am nächsten Tag saufen, sonst bist du ziemlich schnell betrunken.
Denkt mal 3 Sekunden drüber nach. Seid gute Menschen. Ja, nicht nur der fährt ganz komisch, aber es geht hier um einen Roller. Der Rollerfahrer macht das wie manche Fahrradfahrer. Ne? Jetzt bin ich ein Fahrrad, jetzt bin ich ein Auto, jetzt bin ich ein Fußgänger. Immer so, wie es gerade am besten passt. Ne? Ganz getreu dem Motto, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Oh Gott, viele Bilder. Das Rechte brauchen wir nicht, das irritiert nur. So, oben ist der Blick nach vorne, unten ist der Blick nach hinten und jetzt achten wir auf das Moped. Tja, dieser Mopedfahrer weiß noch nicht, dass Elektroautos einen verdammt starken Anzug haben. Rechts überholen und sich dann anschließend mit dem Stinkefinger beschweren. Wie gern hätte ich den jetzt angestupst, weißt du, dass er mal auf den Bart fliegt? Aber darf's ja nicht. Mach das nicht, Leute, mach das nicht. Ja, wer natürlich so völlig geistesgestört unterwegs ist, der lebt natürlich nicht mehr ewig. Früher oder später verlässt sein das Glück und dann liegst du unterm LKW oder in 3 Teile unterer Leitplanke durchgeschossen. Also ist klar. Da fehlt mir auch jegliches Mitleid. Mir tun nur die Leute leid, die sie mit in den Tod gerissen haben. Weil wenn du so fährst, bist du Mörder. Du bist einfach nur als Mörder unterwegs. Das sollte einem klar sein. Sparen schön und gut, aber am Reifenverschleiß sparen. Tja, blöd gelaufen, wa? Das Video heißt ABS rettet mir mein Gesäß. Achtung, Idiot! Vorsicht. Abstand. Nö. Biker lieben Kurven. Aber wenn es dann so komische Kratzgeräusche gibt, sollte man sich vielleicht mal umdrehen. Schnell mal hin zum Helfen. Wer weiß, ob es ihm gut geht. Oh, ja, jetzt ist das Moped doch erstmal wichtiger und die mussten 30 Minuten Kupplung und Getriebehebel reparieren und dem anderen Fahrer geht's gut. Alle stehen hier vor der Ampel und warten, nur er mit seinem Scheißhaus da schüsselt dann allen vorbei nach vorne, wa? Leute. Hier ist die Abfahrt gesperrt, aber es dürfen nur die Fahrzeuge dann nicht lang, die es nicht schaffen, durch die Baken durchzufahren. Motorrad darf dann natürlich lang, das steht ja auch in der STVO so angeschlagen, ne? Nicht. Der Motorradfahrer ist gut, Baustelle egal. Guck mal, jetzt fährt er vorbei! Hui, hier wird mal richtig geschnitten, wa? Abstand gilt ja nicht nur nach vorne, ne? Gilt ja auch seitlich. Ja. Warte mal langsam, Herr Rick. Vielleicht braucht da noch jemand, der es gesehen hat. Sehr richtig, auch Zeugen sind verdammt wichtig. Unter dem Helm kommt ein Kopf hervor, der nicht gerade amüsiert ist und auch gestikulierend da, ich glaube, etwas lauter redet. Naja, an beiden Fahrzeugen waren jedenfalls Schramm, schreibt Erik dazu. Eieieiei, schön hier, breit wie ein Buslenker.
Das habe ich schon mal gesagt. Ich meine mit Buslenker nicht die Fahrer. Mein Gott, Lenkrad, Lenker, das ist alles ein und das Gleiche. Selbe. Gell, ne? Verstehst du? Auf jeden Fall ist der Typ da voll. So. Und ich glaube, der kommt aus der Kneipe oder von den Kumpels, ich weiß nicht. Ich glaube, das macht er regelmäßig. Denn hier ist geteerte Straße und jetzt biege ich da ab in die Feldwege. Das ist einfach Holder Schleichweg.